Die sieben Posaunen aus der Offenbarung werden verständlich, denn wir betrachten, was wir von Anfang der Offenbarung bisher gelernt haben. Siehe dir dazu unsere Videos zu den sieben Sendschreiben und zu den sieben Siegeln zuvor gerne nochmal an. Die sieben Briefe oder Sendschreiben an die Gemeinden ermutigen, aber ermahnen auch gleichzeitig den Leib Christus. Wobei gute Eigenschaften und gute Werke in der Gemeinde zu finden sind, ist das abschließende Urteil dennoch, dass die Gemeinde lauwarm geworden ist. Dies wird zu eins der Kernthemen in der Offenbarung, die Wiederherstellung und Läuterung der Gläubigen. Nach den Briefen folgt die Versammlung vor dem Thron Gottes, in welcher Jesus Christus als König bestätigt wird. Das Buch mit den sieben Siegeln, welches die Königsherrschaft von Jesus Christus bestätigt, wird an das Lamm Gottes ausgehändigt. Zwei Hauptereignisse werden wir nun bei dem Öffnen der sieben Siegel mit Spannung erwarten. Zum einen, zu wann die Königsregentschaft von Jesus Christus beginnen wird, und zum anderen, die Wiederherstellung der Braut Christus, die wieder Feuer und Flamme für ihren Messias wird. Mit dieser Information wissen wir auch, dass diese Wiederherstellung und die Regentschaft erst beim siebten Siegel passieren kann. Wie Jeschua es uns bereits vorausgesagt hat, folgt zuvor noch eine Serie von Ereignissen und Strafen über die ganze Welt. Diese Ereignisse haben mehrfache Ziele, denn nicht nur wird die Braut durch diese Dinge geläutert, sondern wird dadurch auch eine verkehrte und boshafte Welt bestraft. Die sieben Siegel führen uns dementsprechend durch diesen Prozess dann durch. Die Siegel sind an sich thematisch unterteilt. Die ersten vier Siegel behandeln die Strafen, welche über die Menschheit kommen. Als das erste Siegel geöffnet wurde, wird uns der kommende und siegreiche König gezeigt, nämlich Jesus Christus selbst. Viele Menschen möchten unter diesen ersten Reiter den Antichrist verstehen, mit der Begründung, dass eine große Verführung über die Welt kommen wird, bevor die Regentschaft von Jesus Christus beginnt. Dies ist aber nicht wirklich haltbar, denn die Schrift macht es uns deutlich, dass Jesus zum Krieg gegen die Völker ausziehen wird. Mehrere Stellen im Ersten Testament berichten davon, wie der Herr seinen Bogen sowohl als auch sein Schwert spannt und zum Krieg einsetzt. Dann geht der Reiter siegreich heraus und trägt eine Krone, welches dem Antichrist nicht gegeben wird. Die nächsten drei Siegel beschreiben Krieg, Hungersnot und Seuche, somit direkte Schläge gegen die Menschheit. Das nächste Siegel berichtet von den Verfolgten, die Gläubigen an Jesus Christus. Mit dem sechsten Siegel werden die Elemente geschlagen und jetzt beim siebten Siegel würde man mit der Königsherrschaft von Jeschua rechnen. Dies passiert aber noch nicht, sondern der siebte Siegel weitet sich jetzt nun in den sieben Posaunen aus. Auf die Königregentschaft von Jesus müssen wir, an diesem Punkt jetzt angekommen, noch weiterhin warten. Die sieben Posaunen sind ebenfalls thematisch unterteilt. Die Posaunen führen weitere Strafe über die Erde und über die Menschheit auf. Die ersten vier Posaunen behandeln die Strafen gegen die Erde, das heißt das Schlagen der Elemente. Die letzten drei beschreiben die Strafen, die über die Menschheit kommt. Hierdurch wird jetzt der Mensch direkt geschlagen. Diese werden als die drei Wehen bezeichnet. Was es bei den Posaunen zu merken gibt, ist, dass der Teufel stärker als zuvor in den Vordergrund rückt. Das Wirken des Feindes wird öfters bei den Posaunen angedeutet und daraus verstehen wir, dass mit erhöhter dämonischer Aktivität in diesen Zeiten zu rechnen ist. Hierauf gehen wir noch näher ein. Wir schauen uns jetzt diese einzelnen Posaunen im Detail mal an. Wir sehen durch die Aufteilung, dass die Posaunen dort weitermachen, wo das sechste Siegel aufhörte.
Die Elemente der Natur sind weiterhin noch betroffen und werden fortgesetzt geschlagen. Bei der ersten Posaune heißt es, und der erste Engel stieß in die Posaune, und es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Dies ist der erste Hinweis dafür, dass etwas auf die Erde geworfen wird, um Strafen zu vollziehen und um Katastrophen hervorzubringen. Wie deuten wir diesen Vers? Wie ist ein Drittel der Bäume und Gras zu berechnen? Und was ist unter verbrannt werden zu verstehen? Waldbrände gibt es nicht erst zu unserer Zeit. Aber speziell im letzten Jahrhundert wurden immer wieder von verheerenden Bränden berichtet. Bedeutet es nun, dass 1. die Summe aller Waldbrände, die von Anfang bis zum Ende der Zeit ausbrechen, insgesamt ein Drittel der vernichteten Bäume ausmachen werden? Oder dass die vorherigen Brände nicht dazu zählen, sondern die Bäume und Gräser, die bis zur Endzeit übrig bleiben, werden bis auf 2/3 auf ein einziges Mal abbrennen? Oder bedeutet es, dass das Brennen der Wälder mehr symbolisch zu sehen ist und nicht auf tatsächlichen Bränden fixiert ist? Letzte Meinung dazu: Sind vielleicht gar keine Bäume gemeint, sondern Menschen, die aufgrund der Katastrophen sterben. All diese beschriebenen Szenarien wären plausibel und nachvollziehbar. Da diese Posaune aber eine ökologische Katastrophe beschreibt, ist es fraglich, ob die Zerstörung der Vegetation nur durch das Abbrennen, sprich durch Feuer, passieren muss. Das heutige Roden der Wälder, die Ausweitung der Wüsten und diverse Brände der Wälder sind einige der Faktoren, die zum Waldschwinden beitragen. Die betroffene Vegetation wird Auswirkungen auf weltweite Nahrung haben. An sich sind diese Dinge nicht neu, aber diese werden geballt im alarmierenden Maß zunehmen. Und der zweite Engel stieß in die Posaune, und es wurde etwas wie ein großer, mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, starb. Und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Und hier nochmal zu merken, dass die Natur wegen der Unbußfertigkeit der Menschen geschlagen wird. Wir lesen jetzt, dass das Meer nun betroffen wird. Aber das Meer ist in der Offenbarung auch ein Symbol für eine große Menschenmenge. Der Berg ist ebenfalls ein Symbol für eine Macht und deutet hier auf den Teufel, der vom Himmel gefallen ist. Hier ist ein weiterer Hinweis dafür, dass der Satan seine Aktivitäten erhöht und er es ist, der die Menschen aufstachelt. Wobei die Plagen wegen der Rebellion der Menschen aufkommen, werden die Elemente, wie auch damals in Ägypten, hart geschlagen. Bei dieser Plage stirbt 1/3 der Meerestiere, eine Darstellung vom Sterben der Fische, die Menschen eigentlich essen könnten, mal abgesehen von der ökologischen Katastrophe. Dann 1/3 der Schiffe, die zerstört werden, was eher als einen Hinweis auf den teilweisen Zusammenbruch im Handelswesen, Export und Transport sowie Verkauf deuten kann. Wortwörtliches Blutverwandeln ist an dieser Stelle fraglich, denn der Schlüssel ist eine Zerstörung in einem außergewöhnlichen Maß. Und der dritte Engel stieß in die Posaune, da fiel ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel. Und er fiel auf den dritten Teil der Flüsse und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sternes heißt Wermut. Und der dritte Teil der Gewässer wurde zu Wermut und viele Menschen starben von den Gewässern, weil sie bitter geworden waren. Der fallende Stern vom Himmel ist diesmal eindeutiger, denn das Wirken des Feindes intensiviert sich weiter. Frischwasserquellen werden nun angegriffen. Die Verbindung zu der zweiten Posaune, das Wasser, ist ersichtlich und gegeben. Die Plage
über das Wasser weitet sich aus. Die Bitterkeit im Wasser spiegelt hier aber auch die Bitterkeit und Gottlosigkeit in den Menschen wider, wodurch viele auch geistig sterben werden. Und der vierte Engel stieß in die Posaune, da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag für den dritten Teil seiner Dauer kein Licht habe und die Nacht in gleicher Weise. In Ägypten kam die neunte Plage von Dunkelheit vor dem bis dahin größten Schlag gegen die Ägypter, nämlich der Tod der Erstgeborenen. Ähnlich hier bei den Posaunen kehrt die Dunkelheit vor dem großen Schlag gegen die Menschheit ein. Dass die Himmelskörper ihr Licht zum dritten Teil aufgeben, reflektiert die Dunkelheit in den Herzen der Menschen, die das Licht scheuen und die Sünde lieben. Dies ist der Zustand und Grund, weswegen überhaupt der Schlag nach der vierten Posaune nun noch schwerer wird. Was würde es bedeuten, dass die Himmelskörper ihr Licht um einen Drittel verringern werden? Der Prophet Amos hat dies vorausgesagt. Zur selben Zeit, spricht der Herr her, will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen und das Land am hellen Tag lassen finster werden. Wir werden durch die Propheten sehen, dass Gott die Menschheit durch diese Schläge zur Buße aufrufen möchte. Schauen wir uns diesen Aufbau der Prophetie aus dem Buch Joel an. Blaset mit der Posaune zu Zion, rufet auf meinem heiligen Berge, erzittert alle Einwohner im Lande, denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag, gleich wie sich die Morgenröte ausbreitet über die Berge, kommt ein großes und mächtiges Volk, desgleichen vormals nicht gewesen ist und hinfort nicht sein wird, zu ewigen Zeiten für und für. Vor ihm her geht ein verzehrend Feuer und nach ihm eine brennende Flamme. Das Land ist vor ihm wie ein Lustgarten, aber nach ihm wie eine Wüste Einöde. Und niemand wird ihm entgehen. Ihm, hier gemeint, ist natürlich der Herr, der zum Krieg ausschreitet. Aber dieser Auftrag wird nochmal durch diese Heeresmacht ausgeführt. Und dass das Land vor ihm wie ein Lustgarten ist, ist das vor ihm, ist das Land noch grün und trägt noch Früchte und ist noch heile. Aber hinter ihm ist es wie eine Wüste Einöde. Und das ist gemeint damit, dass während das Herr nach vorne geht, hinterlässt es eine große Verwüstung. Sie sind gestaltet wie Rosse und rennen wie die Reiter. Die Dunkelheit kündigt also ein sehr großes Heer an. Werden die Menschen jetzt Buße tun, wenn die Himmelskörper ihren Glanz sichtbar einstellen? Und sie hierdurch gewarnt wurden vor dem, was jetzt noch kommt. Werden die Menschen es jetzt begreifen? Und der fünfte Engel stieß in die Posaune, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Geistig, sowohl als auch in der tatsächlichen Umsetzung, nimmt das satanische Wirken auf der Erde weiter zu. Von Buße ist leider keine Spur zu sehen. Der Abgrund ist eine Symbolsprache für den Sitz oder auch für das Gefängnis des Satans. Der Teufel wird später in den Abgrund für 1000 Jahre eingesperrt. Der Schlüssel zu diesem Abgrund hat aber Jeschua. Er hat diesen Abgrund bis zu diesem Zeitpunkt verschlossen gehalten. Jetzt aber bekommt der Feind die Erlaubnis, um zu wirken. Wir sehen also, dass dem Teufel der Schlüssel gegeben wurde und dass dies nicht aus eigener Kraft heraus passierte. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Schmelzofens, und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde, und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben.
Auch dies wurde durch den Prophet Joel vorprophezeit. Vor ihm zittert das ganze Land und bebt der Himmel. Sonne und Mond werden finster und die Sterne verhalten ihren Schein. Denn der Herr wird seinen Donner vor seinem Herr lassen hergehen, denn sein Herr ist sehr groß und mächtig, das seinen Befehl wird ausrichten. Denn der Tag des Herrn ist groß und sehr schrecklich, wer kann ihn leiden? Diese Heuschrecken sind nicht als wirkliche Heuschrecken also zu sehen, sondern dass dieses Heer wie Heuschrecken in einem Schwarm kommt. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum. Nun, für gewöhnlich essen Heuschrecken ja Gras, aber ihr Angriffsziel hier sind die Menschen. Hier geht es also nicht um gewöhnliche Heuschrecken, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Diese Schar löst Qualen über die aus, die gegen Gott rebellisch sind, seinen Siegel nicht haben und auch keine Buße tun wollen. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten 5 Monate lang gequält werden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben und der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Gestalten der Heuschrecken glichen Pferden, die zum Kampf gerüstet sind. Und auf ihren Köpfen trugen sie etwas wie Kronen, dem Gold gleich. Und ihre Angesichter waren wie menschliche Angesichter. Und sie hatten Haare wie Frauenhaare und ihre Zähne waren wie die der Löwen. Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer und das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. Und sie hatten Schwänze wie Skorpione und Stacheln waren in ihren Schwänzen. Und ihre Vollmacht bestand darin, den Menschen Schaden zuzufügen 5 Monate lang. Wird es sich hier um die genaue Zeit von 5 Monaten handeln? Nun, die durchschnittliche Lebenszeit einer Heuschrecke beträgt um die 5 Monate. Diese Armee wird jedenfalls die volle Zeit ihres Auftrages nutzen und diesen auch ausführen. Hier ist das Verständnis dazu. Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. So was Ähnliches wie Zerstörer und der Engel des Abgrunds ist hier der Satan, nicht der Antichrist, wie einige es auslegen wollen. Dass der gefallene Stern aus dem Himmel, welches ein Symbol für den Feind ist, welcher auch den Abgrund öffnete, hatten wir ja schon zuvor gelesen. Das erste Weh ist vorüber, siehe, es kommen noch 2 Wehe nach diesen. Und der 6. Engel stieß in die Posaune und ich hörte eine Stimme aus den 4 Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Die sprach zu dem 6. Engel, der die Posaune hatte. Löse die 4 Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und die 4 Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereit standen, den 3. Teil der Menschen zu töten. Und die Zahl des Reiterheeres war 2 × 10.000 × 10.000 und ich hörte ihre Zahl. Also eine sehr große Menge. Sinngemäß können wir diese Armee mit dem Heer aus der 5. Posaune in Verbindung bringen. Wir werden gleich Parallelen entdecken. Die 4 Engel haben diese Mächte lange zurückgehalten, genauso wie der Schlund lange verschlossen war, bevor es geöffnet wurde. Und so sah ich in dem Gesicht die Pferde und die darauf saßen, sie hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer. Und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe. Und aus ihren Mäulern ging Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Durch diese 3 wurde der 3. Teil der Menschen getötet. Von dem Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn ihre Macht liegt in ihrem Maul. Und ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe und auch mit diesen fügen sie Schaden zu. Vorher wurden die Menschen gequält, jetzt aber wird 1/3 der Menschheit durch diese Schar getötet. Sehen wir uns zuerst die möglichen Parallelen aus den Passagen an. Wir lesen von Pferd, Löwe, Panzer und Schwänze. Dies sind also verwandte Themen.
bei der Schar aus der fünften und aus der sechsten Posaune. Entweder ist es das gleiche Herr, was nur unterschiedlich den Schaden anrichtet und was sich auch als Verständnis hier stark anbieten würde, oder es sind zwei Gruppen und diese treten zumindest sehr ähnlich auf. Die Beschreibungen von Johannes passt auf Kriegsmaschinerie, gerüstete Soldaten, Hubschrauber sowie automatische Waffen. Die Qualen, die wir zuvor gelesen haben, könnten auf einen Nuklear- oder chemischen Angriff zum Beispiel deuten. Der Ausmaß der Verheerung ist jedenfalls katastrophal. Kehren wir zu den Prophezeiungen von Joel zurück und sehen, dass Gott nach diesen epischen Strafen weiterhin zur Bußfertigkeit aufruft. Die Plagen und Strafen wären unnötig, wenn die Menschheit mit ihrer Rebellion aufhören würde. Doch spricht auch jetzt der Herr: Bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Und bekehret euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und ihn reut bald der Strafe. Wer weiß, es mag ihn wiederum gereuen und er mag einen Segen hinter sich lassen. Zu Opfern Speisopfer und Trankopfer dem Herrn, eurem Gott. Den Menschen wird nochmal eine Chance gegeben, umzukehren. Im Zentrum ist natürlich auch weiterhin die Läuterung der Braut. Wir behalten den Verlauf vor Augen, denn wir erwarten die Königsherrschaft von Jeschua bei der siebten Posaune. Die Möglichkeit zur Buße wird also nochmal aufrecht gehalten. Dies erinnert an der Pause auch und Unterbrechung beim Öffnen der sieben Siegel, wo beim sechsten Siegel eine Pause vor dem siebten Siegel erfolgte. Ehe jetzt die siebte Posaune nun schallt, kommt der Engel mit dem Regenbogen in Kapitel 10 herunter mit einem besonderen Auftrag. Darauf folgen die Weissagungen der zwei Zeugen, welche keine Menschen töten können. Nach Ende deren Verkündungen wird die siebte Posaune erst erschallen. Wer sind diese zwei Zeugen, die in der Endzeit weissagen werden? Wo kommen diese her und was wird ihr Auftrag sein? Dieses Thema schauen wir uns, so Gott will, im nächsten Video aus der Serie an. Die Weissagung der zwei Zeugen ist dann vollendet und die siebte Posaune schallt. Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertonten laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun bestätigt sich die Königsherrschaft von Jeschua, wie wir es in Kapitel 4 bei der Versammlung schon gelesen haben. Paulus sagt uns ja auch, dass der Herr bei der letzten Posaune wiederkommt. Jetzt aber müsste doch die Königsherrschaft von Jeschua beginnen. Fassen wir alles Gelernte bis hierhin zusammen. Die Frage ist, wir haben jetzt gesehen, dass bei jeder Posaune immer ein Schaden zu einem Drittel der Entität da erfolgte. Und die Sache ist jetzt, wer führt Buch darüber? Woher weiß man, dass wirklich ein Drittel der Bäume oder Gräser verbrannt worden? Wer führt Buch darüber, dass wirklich ein Drittel der Fische gestorben sind? Woher weiß man, dass ein Krieg wirklich ein Drittel der Menschheit jetzt getötet hat? Ich denke, dass das übergreifende Thema ist Wachsamkeit, denn speziell im letzten Jahrhundert sehen wir mehr von diesen Katastrophen. Diese Katastrophen, auch schon bei den sieben Siegeln, die sind nicht neu. Seuche, Krieg, Hungersnot, Meeresverschmutzung, Waldbrände, das sind keine Dinge, die neu sind. Wir verstehen es eher so, dass diese nehmen geballt zu. Und da die Menschen keinen Buße tun, ist auch klar, dass viele achten gar nicht auf diese ganzen Zeichen. Das Leben scheint für viele normal weiterzugehen. Es folgt eine Katastrophe nach der anderen. Und die Summe, wenn man es wahrscheinlich mitzählen würde, dann würde man sehen, man nähert sich der Zeit der siebten Posaune, aber die Menschen sind gänzlich unachtsam. Und das hat auch Jeschua schon vorausgesagt. Also nur die sehen können, werden sehen auch werden.
Deswegen, es ist Rat zu geben, das jetzt nicht wirklich auf diesen Moment, wobei das wahrscheinlich so passieren wird. Okay? Es ist nicht Rat zu geben, dass man wartet erst darauf, wenn wirklich ein verheerender Krieg ausbricht und man sieht, dass viele Menschen sterben, dass man sagt, jetzt müssen wir spätestens bei der sechsten Posaune angekommen sein. Ja? Denn das, was in den letzten Jahren passierte, speziell in den letzten 70, 80, 100 Jahren, geballt zusammen, so viel Leid hat wahrscheinlich die Menschheit in den Jahren zuvor nicht gesehen, zusammengefasst. Wenn du schaust, was alleine im letzten Jahrhundert passierte. Ruanda, Kambodscha, Vietnam, zwei Weltkriege, verheerend genug. Ja? Und die Schäden, die nehmen mehr zu und diese Dinge, sie gehen nach vorne. Und wir müssen wachsam sein, dass diese Posaunen, die können rasch einfach jetzt eintreffen. Daher sagen wir, dass es ist nicht ganz sicher, dass diese Posaunen, also sprich mindestens jetzt die vierte, die fünfte, die sechste, weil bei der vierten haben wir auch gelesen, dass am Tag wird plötzlich da die Finsternis einbrechen. Aber ich kann dir sagen, dass vor 4 Jahren wir haben 4 Blutmonde gehabt in kürzester Zeit, ein Jahr nach dem anderen. Da haben wir in 2 Jahren plötzlich so viele Blutmonde gesehen, wie es eigentlich selten vorkommt. Ja, alle viele Jahre passiert dieser Zyklus, aber auch das sind keine neuen Phänomene. Ich denke, was die Schrift uns sagt, dass wir sollen aufpassen, je mehr diese Dinge zunehmen, je mehr nähert sich die Zeit und dann kommt das Verderben rasch über die Menschheit. Also Wachsamkeit ist geboten. Und die Frage ist jetzt, wenn jetzt die sechste Posaune da schallte und da verheerende Dinge, jetzt ist schon ökologisch und Hungersnot ist da schon ausgebrochen und die Erde ist da wirklich am Kämpfen, sich am Leben zu halten. Jetzt müsste doch, wenn die siebte Posaune erschallt, ja, die Menschen es verstanden haben und jetzt beginnt die Königsregentschaft von Yeshua und er wird die Braut zu sich nehmen, denn das sind ja die Kernthematiken in der Offenbarung. Wir müssen absehen von ständig den Antichrist zu erheben und die Wirkungsgrade des Teufels etc. Das sind Werkzeuge. Okay, Fokus in der Offenbarung ist die Regentschaft von Jesus Christus und die wiederhergestellte Braut. Und das andere sind nur Utensilien, die dazu führen, dass dieses Ziel erreicht wird. Das sollen wir nicht aus den Augen verlieren, wenn wir uns mit der Prophetie beschäftigen. Ja? Also wir sind nah an der Zeit jetzt dran, näher als zuvor. Und je mehr diese Dinge zunehmen, je mehr wissen wir, dass das Ende sich naht. Und der genaue Tag, der wird hier in der Offenbarung nicht gegeben, ist auch nicht so gedacht worden, sondern Achtsamkeit ist geboten. Und diese ganzen Zahlen, ein Drittel ist verdorben, ein Drittel wurde bitter, das siehst du schon vor deinen Augen. Also es nimmt zu. Wenn du geistig unterwegs bist und du bist wachsam, dann merkst du, dass diese Dinge, die nehmen zu. Es kann ganz plötzlich kommen. Wir sind in den letzten Phasen, das ist wirklich hier zu sehen. Also wird jetzt die Regentschaft von Yeshua sich erfüllen, wenn die siebte Posaune erschallt? Noch nicht. Es geht noch weiter. Sobald die siebte Posaune erschallt, öffnet die sich jetzt noch weiter in den 7 Zornschalen. Und wir kriegen noch andere Themen, die wir da beschrieben bekommen in der Offenbarung. Die schauen wir uns nach und nach an, so der Herr schenkt und die Kraft gibt. Und haben jetzt erstmal die Thematik der 7 Posaunen behandelt. Hoffe, dass dies ein Segen für dich war, dass du daraus was verstehen konntest, dass du einen Schritt weitergekommen bist. Die Offenbarung ist nicht kompliziert, in meinen Augen. Ich weiß, dass am Anfang des Glaubens, wo ich mich mit der Offenbarung habe beschäftigen wollen, dass es sehr, sehr komplex war. Hörner und Lamm und ein Tier kommt aus dem Meer und wir wissen, dass vieles davon ist Symbolik. Kein Drache kommt wirklich aus einem Meer. Kein Tier wird aus der Erde wirklich steigen, welches da die Hörner hatte eines Lammes, aber wie ein Drache sprach. Und dann gibt es ganz, ganz viele Berechnungen mit aus dem Buch Daniel und 70 Jahrwochen und wie die Tage. Und das ist nicht, wie ich die Bibel verstehe. Denn seitenlange Berechnungen, das ist nicht was, was der Herr meinte. Ich sehe die Bibel immer so, die Schriften, die er geschrieben hatte, das mussten Fischer und Bauarbeiter und Bäcker und Buchhalter sofort verstehen können, wenn sie es haben. Natürlich ist der Hintergrund der Kultur auch entscheidend. Die kennen die Tora, die kennen, wie sie gelebt haben, die Gleichnisse machen Sinn. Aber es sind keine langen mathematischen Formeln, die da bekannt werden müssen, bevor man das Buch versteht. Ja, man muss forschen, es kommt nicht sofort beim ersten Lesen, aber für mich
ist das Verständnis so, das, was Jeschua uns gibt, ist schlüssig und ergänzt sich, ist ein rundes Bild. Und ich hoffe, dass wenn du bis jetzt diese Serie gefolgt bist, dass dein Verständnis gewachsen ist und möchte mich auch bedanken bei denen, die es unterstützen, die halt solche Projekte möglich machen. Gott segne euch. Hoffe, dass du weiterhin wachsam bist und dass du weiterhin schaust, wie viel Erkenntnis und Gewinn du ziehen kannst aus die Videos, die wir noch dazu planen. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir.